Da dachte man, der Himmel wär ein Zelt und die Sterne stünden fest über der Welt. Unsere Erde wär der Mittelpunkt von allem, das ließ sich Galilei nicht gefallen. Denn er hatte von Kopernikus vernommen, sei die Sonne. Heute weiß man es, die beiden hatten recht. Doch so viel wie heute, wir wussten sie nicht. Alles im All, 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 wir sind alle im All. Alles von außen im Knall, seitdem geht es sich auf. Alles im All, 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 wir sind alle im All. Alles von außen im Knall und fliegt weiter hinaus. Im Urknall gibt es Masse, Raum und Zeit. Und was vorher war, da weiß kein Mensch Bescheid. Aber wann das war, das können wir schon sagen. Vor rund 13,8 Milliarden Jahren. Erst war alles dunkel, dann entstanden Sterne. Jeder Stern ist eine Sonne in der Ferne. Und um manche drehen Planeten ihre Bahn, hier bei uns hängen 8 Planeten dran. Alles im All, 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 wir sind alle im All. Alles kommt aus dem Knall, seitdem nimmt es sich auf. Alles im All, 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 wir sind alle im All. Alles kommt aus dem Knall und fliegt weiter hinaus. Tassen durch den Weltraum fliegt. Das ist unbekannt, doch unser All ist groß und wahrscheinlich ist noch irgendwo was los. Los! Alles im All, All, All.